Boah, das pfeffert aber weg. Oh. Ja, hallo meine Haribo-Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen Testvideo. Ja Leute, mit einer neuen Haribo-Sorte und zwar habe ich hier einmal die Haribo-Weihnachtsbäckerei für euch im Test. Ja, das sind, ich weiß gar nicht was das ist, das sollen hier Geschmacksrichtungen drin sein wie Lebkuchen, Waffel und Zimt. Ich bin echt gespannt, wie sie schmecken, vor allen Dingen auf den Lebkuchengeschmack, wie man das geschafft hat, hier Lebkuchengeschmack reinzubekommen. Ich bin gespannt und zeige sie euch auch mal in der Großaufnahme. So, wir haben hier einmal die unterschiedlichen Geschmacksrichtungen. Ganz unten befinden sich einmal die Waffeln, die sollen auch einen Waffelgeschmack haben. Dann haben wir rechts einmal die Lebkuchenmännchen, die auch nach Lebkuchen schmecken sollen. In der Mitte einmal so ein gelbes Schaumzucker, das ist Sahne, das soll nach Sahne schmecken. Und links haben wir nochmal so fruchtige Sorten, die auch einen Schaumzuckerboden haben. Das alles ist eine Schaumzuckersorte und ich bin gespannt, wie sie schmecken. So, die Lebkuchenmännchen, die esse ich zum Schluss, weil ich da am gespanntesten drauf bin. Wir fangen einmal an mit dieser Sahne hier. Das soll nach Sahne schmecken. Und das ist Schaumzucker, ja. Oh, das schmeckt aber gut. Oh, schmeckt geil. Mega geil. Das hat so ein leichtes Vanille. Das hat so ein leichtes Vanillearoma. Und irgendwas anderes. Es erinnert so ein bisschen an diesen Puderzuckergeschmack. Kennt ihr das, wenn ihr irgendwie so. Puderzucker, also wenn ihr irgendwie diesen Zuckerguss herstellen wollt mit Puderzucker, dann nascht ihr so ein bisschen von diesem Puderzucker. So ähnlich schmeckt das auch. Sahne ist jetzt weit hergeholt, aber schmeckt auf jeden Fall vanillig. Dann haben wir jetzt einmal noch die Waffel. Also das soll auch nach Waffel schmecken. Das ist alles Schaumzucker, kein Fruchtgummi. Ja, schmeckt anders. Das schmeckt tatsächlich so ein bisschen würzig. Ich glaube, da ist so ein Hauch von Zimt mit drin. Es schmeckt so ein bisschen nach Vanille und so ein bisschen nach Marshmallow. Es schmeckt wie so ein Vanille-Marshmallow-Mix und so ein bisschen ein ganz leichter, würziger Geschmack ist damit bei. Waffel, darauf wäre ich jetzt echt nicht gekommen, aber schmeckt interessant. Hier einmal diesen Tannenbaum. Da ist oben drauf wieder Fruchtgummi. Und das schmeckt geil. Ja, schmeckt richtig geil. Lecker. Oh, schmeckt richtig gut. Das ist gar nicht dieser grüne Apfelgeschmack, aber mit diesem, das ist so ein Schaumzuckerboden unten drunter. Der schmeckt aber nicht nur nach Schaumzucker, sondern das ist ein vanilliger Schaumzucker. Und dieser grüne Fruchtgummi-Geschmack hat mir auch richtig gut geschmeckt. Ich weiß nicht, wonach es geschmeckt hat. War das Waldmeister? Kann ich gar nicht sagen. Irgendwie so ein Mix aus Waldmeister und Apfel. Ich fand den klasse, den Tannenbaum. Hier einmal so einen orangenen Stern. Ja, der schmeckt nach Orange. Aber auch richtig geil. In Kombination mit diesem vanilligen Schaumzuckerboden. So, dann haben wir hier einmal zum Schluss das Lebkuchenmännchen. Nicht die Knöpfe! Nicht meine schönen Drops-Knöpfe! Das ist auch Schaumzucker. Oh, und das riecht krass. Das riecht richtig... Boah, Leute, das riecht unangenehm. Das riecht so... Das riecht richtig würzig. Also das riecht richtig, als würde man so eine Packung Lebkuchenkekse aufmachen. Oder Spekulatius. Oh. Boah, das pfeffert aber weg. Oh. Das ist Schaumzucker, Leute. Oh, wie krass schmeckt das denn? Das schmeckt ja noch intensiver nach Lebkuchen als Lebkuchen selbst. Boah, Leute, richtig, richtig geil. Wirklich richtig geil. Ich würde der Sorte hier 10 Punkte geben. Das kann man gerne machen. Ich bin so ein bisschen enttäuscht von der Waffelsorte, ja, weil das jetzt nicht... Ich hätte wirklich gedacht, da ist so ein richtiger Waffelgeschmack drin. Sie schmeckt gut, aber sie ist sehr, sehr nüchtern im Gegensatz zu den anderen Sorten. Also sehr geschmackslos im Gegensatz zu den anderen Sorten. Das überhaupt nicht mega geil. Richtig geile Sorten hier drin, Leute. Vor allem das Lebkuchenmännchen. Zieht euch das echt rein. Freut euch auf diese Sorte, wenn ihr sie entdeckt. Und bis später.